Willkommen in einer neuen Folge im Let's Play. Jani hat gerade ein voll schönes Lied angefangen. Das Safe and Sound eigentlich heißt das, nur halt auf Simlish. Hab gerade gehört, das klingt fast genauso wie... Ja, also halt auf Simlish umgeändert, aber es klingt echt sehr stark nach dem Originallied. Und deswegen habe ich mich gerade kurz gewundert. Aber ja... Das finde ich voll schön. Das Lied mag ich. Aber ja. Ich mag die Allgemeinheit ja auch. Deswegen. So, du trinkst hier erstmal was, damit es dir ein bisschen besser geht. Die nächsten paar Stunden. Das müsste eigentlich der hier sein, weil wir haben den Konfettiwerfer probiert und der hat keinen Effekt gehabt. Es gibt, denke ich, immer einen Drink, durch den man, ja, hier genau, putzmunter. Dass wir dann hier 5 Stunden lang was drauf haben, auch wenn unsere Energieanzeige auf dem Tiefpunkt ist, dass wir trotzdem noch ein bisschen wach bleiben können. Ja, was machen wir denn mit der Energie, die wir jetzt haben? Wir können ja mal zum Jamie gehen und uns ein bisschen mit ihm anfreunden. Hör mal auf mit Spielen, können uns mit deiner Tante beschäftigen, die hier gerade mit dem Drink in der Hand runterkam. Kannst du ja mal den Tag verschönern, das freut sie bestimmt. Und ihr ein Kompliment über die Tapferkeit machen. Theresa ist tapfer? Nein. Ich weiß nicht, was das Kompliment über die Tapferkeit sein soll. Ich dachte mal, das macht man, wenn jemand tapfer ist, aber anscheinend nicht. Und Jamie hat Charisma Level 3 erreicht. Sehr gut. Wäre schön, wenn wir uns ein bisschen anfreunden können. Ein Kompliment über seine Musik machen und finde seine Musik schwer, aber dann können wir auch ein bisschen zu der schönen Musik tanzen. Und dann haben wir uns hoffentlich ein bisschen angefreundet. Das wäre eigentlich auch ganz gut, wenn wir uns mit der Theresa wenigstens ein bisschen anfreunden. Eigentlich wollen wir sie jetzt beste Freundin, genauso wie unseren Vater, aber naja. Besser als gar nichts. Also ich finde die Stimmung hier echt cool. In der Tanzecke von der Bar. Falls ihr euch fragt, woher es die Bar gibt, warum die bei eurem Sims-Spiel nicht dabei ist, das liegt daran, dass ich sie selber gebaut habe. Ich habe auch ein Video davon rausgebracht und könnt ihr auch downloaden, wenn ihr das Video euch anschaut. In der Beschreibung unter dem Video. So, falls ihr das möchtet. Wisst ihr natürlich nicht. Aber bevor die Fragen aufkommen. Ja. Ja, den beiden geht's doch gut, das ist doch schön. So, abends mal eine kleine Party. Jetzt so miterleben. Jetzt ist die Musik aus und jetzt geht's raus. Na gut. Aha, ganz viele festhängende Sims. Oh nein, die gehen dort raus. Ich hab hier keine Tür, oder? Seht ihr, das Problem ist, die kommen jetzt nicht mehr raus. Aber das kriegen wir hin. Und ja, ich lasse die immer hier hingehen, weil der Ort hier einfach viel schöner ist als das normale Teil. Dann muss ich jetzt den Cheat eingeben. Testing Cheats. Able to true. So. Und dann teleportieren wir uns halt einfach mal hierher. Weil ich habe das jetzt vergessen. Die gehen halt blöderweise zur Terrasse hinten raus. Und ich habe da keine Tür eingebaut. Und ja, deswegen war das jetzt ein bisschen schlecht von mir. Aber naja. So, deaktiviere ich das gleich nochmal. Und ja, dann gehen die beiden hier erstmal wieder schlafen ein bisschen. Und ich muss auch sagen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, aber ich habe es schon bemerkt, und zwar, dass hier das Spiel viel, viel flüssiger läuft. Also es liegt auf jeden Fall auch an der Stadt mit, würde ich sagen. Aber ich will jetzt die Stadt jetzt nicht eigentlich unbedingt aufgeben. Deswegen müssen wir halt damit leben. Und wir sind ja jetzt auch im Reiseziel. Vielleicht wollen wir ja später nochmal hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall mit Jamie nochmal verreisen wollen. Also das habe ich eigentlich so vor. Wir haben schon 30.000 Lebenszeitbelohnungspunkte. Müssen wir mal schauen, ob wir damit was einlösen können. Bei Theresa sind es 4.000. Da habe ich ja den tranceartigen Schlaf mal eingelöst. Ja. Du kannst dann auf jeden Fall ein bisschen Frühstück servieren. Wie wäre es mit gebratenem Reis und Ei? Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, stehen wir mal auf. Und wenn du fertig bist, können wir den Jamie auch aufstehen lassen. Ja, mach mal deinen Reis
Und lass es nicht anbrennen. So, jetzt kannst du auch aufstehen. Hier sind auch schon wieder ein paar Leute. Das ist sehr gut. Du möchtest keine Falafel essen. Die hatten wir schon. Und mit Theresa abhängen kriegen wir vielleicht auch nochmal irgendwann hin. So, okay. Du frühstückst. Und was machen wir dann so Schönes? Das mit Armin hatten wir hingekriegt, oder? Ja, ich glaube schon. Vielleicht wollen wir ihn ja nochmal besuchen. Oder was können wir alternativ so machen? Ja. Ach, wir können ein paar Fotos schießen. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ja, dann gehen wir hierher und machen mal ein Foto vom Jamie. Warte, so. Und dann machen wir ein Foto. Oh, scheiße. Vor allem, seht ihr die Unterschrift? Königin des Frühlingstanzes. Er ist die Königin des Frühlingstanzes, oder was? Na, das ist ja toll. So, jetzt können wir sie auf jeden Fall mal bitten zu posieren. Er posiert auch schon. Er ist nur leider ein bisschen zu nah dran. Der ist unsere Königin des Frühlingstanzes. Yay! Und den anderen Typ können wir hier auch mal fotografieren, der uns gerade ausbuht. 56 Simoleons. Was ist das? Ein Schachspiel. Okay, wir fotografieren das Schachspiel. Das ist viel spannender. Und zwar mal in Schwarz-Weiß. Sehr gut. 61 Simoleons. Auch gut. Wir können ja mal hier den Josef Nagy küssen. Warum nicht? Er hat uns ausgebuht. Das ist doch ein Gespräch wert. Haben wir vielleicht irgendwo wieder was rumliegen? Nein, nur da. Und dort. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hin. Müssen wir den sammeln? Sonst noch irgendwo? Oh je. Da kommen wir auf jeden Fall relativ schnell hin. Weil das ist an der großen Straße, die man befahren kann. Und dann können wir den meinetwegen auch noch einsammeln, leider. Oder wir gehen erstmal zum Markt. Okay, dann erstmal, wir sammeln den ein, dann gehen wir erstmal zum Markt und schauen dann, ob es hier vielleicht noch, vielleicht heute was einzukaufen gibt, sozusagen. Und ansonsten gehen wir auf jeden Fall mal wieder dahin. So, hat auf jeden Fall Jamie ein bisschen was zu tun. Und wir haben nur noch 12 Stunden Urlaub, leider. Wo ist denn der Josef jetzt hin? Oder Josef? Wir können ihn noch Josef nennen. Das ist vielleicht einfach mal so die ägyptische Variante von Josef. Ist der Typ hier hochgegangen? Nein. Ist der abgehauen? Da ist eine Frau. Ja, okay, der scheint einfach abgehauen zu sein. Na toll. Dann machen wir halt weiter Fotos. Warum auch nicht? Eine Couch. Ich will die Couch. Ein wunderschönes Stillleben. Was haben wir noch so? Inneneinrichtung. Ja, das wird ein schönes Bild. Und noch in Schwarz-Weiß. Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Das hier. Etwas Leckeres. Sagst du das mit Blick auf das Schweinchen oder was? Das ist ja fies. Haben wir noch so? In Gesellschaft hatten wir hier gerade. Hier war gerade irgendwas mit in Gesellschaft. Aha, na gut. Ja, ich sehe hier irgendwie nichts mehr möglich. Naja, dann nicht. Kerzen. Jemand hat Kerzen. Ach, egal. Gehen wir mal zu dem Typ. Vielleicht können wir den hier fotografieren. Den Farid Kamil. Oder vielleicht auch beide zusammen, wenn wir uns beeilen. Was ist das denn? In Gesellschaft. Und wie sie guckt und wie er guckt. Das muss man auf jeden Fall im Bild festhalten. Das ist ja klasse. Big Air. Wo, Big Air? Und da sind Kerzen. Die sind auch schön. Sonst noch irgendwas? Okay. Spielzeug und Hobby mit Blick auf die Tür. Ja, auf jeden Fall. So. Wir das auch fotografiert. Vielleicht können wir hier nochmal hingehen und was fotografieren. Warum auch nicht?
Okay, du hast ein Türkis gefunden. Und bist jetzt auf dem Weg zum Markt. Sehr gut. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Schönes, was wir fotografieren können. Wie wär's mit ihr? Ein erfrischendes Bad, genau. So. Was haben wir noch so? Vielleicht sie? Ha! Ein Sim im Blickfeld, genau. Sieht auch wunderschön aus, wie sie geguckt hat. Möbel. Haben wir Möbel schon? Ich weiß es nicht. Ich fotografiere es einfach mal. Ja, hatten wir anscheinend noch nicht. Ja, wir können ja auch mal Fitnesscenter fotografieren. Wenn das jetzt nicht unbedingt der beste Blick drauf ist, aber egal. Vielleicht haben wir hier noch was. Ist die Musik schon wieder aus? Da habe ich die noch gar nicht angemacht hier. Pop. Okay, vielleicht finden wir hier unten noch irgendwas. Was ist mit dem Whirlpool? Motive. Was? Hier war gerade irgendwas mit Handwerk. Handwerkszeug. Da hinten, oder wie? Ja, meinetwegen. was haben wir sonst so? Vielleicht können wir den springenden Sim fotografieren. Das wäre eine Idee. Oder auch nicht, weil er jetzt runtergegangen ist. Ja, wir haben Türkis. 1, 2 brauchen wir, glaube ich, nur, oder? 2? Ja, genau. Jetzt können wir die Edelsteine liefern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht findest du hier noch was zu fotografieren. Das Bistro. Okay, das ist auf jeden Fall ein Bistro. Das bestreite ich gar nicht. Sonst noch irgendjemanden? Granatapfelbaum. Ein Granatapfelbaum. Okay. So, was haben wir noch so Schönes? Das hatten wir schon. Eine Couch. Aber ich glaube, die Couch hatten wir auch schon. Ja. Hi. Outdoor-Sachen. Hatten wir Outdoor-Sachen schon? Ich glaube nicht. Eine Pyramide. Jetzt fotografiert sie uns, während wir versuchen, sie zu fotografieren. Das bringt mich auf den Gedanken. Wir können ja mal hierher gehen. Erstens mal hier hin. Und dann können wir auch nochmal zur Sphinx gehen, weil da wollten wir sowieso hin. Und ja, die auch mal fotografieren, damit wir ein Bild von der Sphinx haben und allen zeigen können, guck mal, ich war wirklich in Ägypten, denn ich habe die Sphinx fotografiert. So. Ja. Das haben wir ihm geliefert. Sprich mit Ägyptern über Morbokorp, um Visumpunkte zu erhalten. Können wir das mit ihm auch machen? Mal schauen. Und mit ihm auch darüber reden? Wissen wir ihn mal charmant? Nein, okay, können wir nicht. Dann gehen wir mal in den Markt, weil da sind immer genug Ägypter. So, du bist auf dem Weg zur Pyramide. Sehr schön. Dann geh mal los. Okay, hier habe ich dich hingeschickt. Ah, nicht der beste Platz, um eine Pyramide zu fotografieren. Aber was soll's? Fotografieren wir sie einfach mal. 751 Dollar. Das hat sich gelohnt. Wow. Ich glaube, wir fotografieren nochmal einmal. Und zwar, damit wir dann für uns selber nochmal ein Foto haben. Und das andere verkaufen wir. Ach ja, du bist ja auf dem Markt. Jetzt müssen wir nur noch Leute finden, mit denen wir reden. Wie wäre es mit dem Typ hier? Wir können ihn charmant begrüßen und dann gleich mal nach Morbokorp fragen. So, was machen wir hier? Foto. Na gut, warum nicht? Das bringt immer noch 12 Simoleons. Okay. Das sind echt lustige Fotos. Wie das alles aussieht. Aber das ist echt ein gutes Foto und das auch. Eigentlich ist das besser als das, aber wir werden das wahrscheinlich verkaufen, damit wir ein bisschen Simoleons kriegen. Ja, und dann gehen wir jetzt erstmal zur Sphinx. Suchen wir sie und dann können wir so von hier aus oder so ein Foto schießen. Und Jamie freundet sich währenddessen mit den Leuten hier an. Machen wir hier mal ägyptisch, damit es zum Stil passt.
So, ich hoffe, der findet das okay, dass wir ihn gleich auf Morbocorp ansprechen. Ja, findet er. Dann können wir den hier auch nochmal charmant begrüßen. Das ist echt praktisch, wenn wir ihn charmant begrüßen können schon. Wenn du schon so fragst, ich kann diese Leute nicht besonders gut leiden. Ihr Lachen klingt wirklich gruselig. Ja, na klar. So, und der Typ auch noch. Dann wird er uns auch irgendwas erzählen. Wie viele Leute brauchen wir? 3. Okay. Haben wir den? Grüßen wir den hier auch nochmal. Und fragen ihn nach Morbocorp. Ich wünschte, Morbocorp würde verschwinden. Das ist alles eine riesengroße Verschwörung zwischen den geheimen Machthabern, den Landgrabs und der Illuminati. Oh nein, was haben die Illuminaten damit zu tun? Die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Oh Gott. Das ist ja blöd. So, machen wir erstmal mit der Theresa ein Foto. Und zwar hier von der wunderschönen großen Sphinx. 455, okay, dann machen wir das auch nochmal. Mal genau dasselbe Foto, bitte. Damit wir das billigere behalten können. Genau, 12 Simoleons und das teurere können wir verkaufen. Oh, du möchtest ihm einen Liebesbrief schicken. Wie niedlich. Aber ja, der ist auch nur ein Freund für dich. Vielleicht können wir ihn hier nochmal besuchen. Armin, Musa, Kamel. Zum Kamel wollen wir nicht. Okay, wir wissen gar nicht, wo er wohnt anscheinend. Das ist natürlich schlecht. Laden wir ihn doch mal irgendwohin ein. Wie wäre es mit nach da? Gehst du auch dahin am besten? Ich hoffe, das schaffst du, wenn er denn auch vorbeikommen möchte. Klar, hört sich gut an. Gehst du da jetzt auch hin, oder? Der Typ... Nein. Was fragt er uns jetzt? Was fragt er uns jetzt? Das ist ja schrecklich. Okay, oh, wir haben mit ihm nicht über Morbocorp geredet. Dann fragen wir ihn nochmal schnell. Auch wenn er schon ein bisschen pervers ist, aber egal. Sache, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Eigentlich ist es mir total egal, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass sie aufhören, hier überall rumzubuddeln und Löcher zu hinterlassen. So, sehr schön. Ja, aber unsere Zeit ist mal wieder vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn wir mit Theresa und Armin, der hier auch gerade am Reinrennen ist, nochmal so ein paar letzte Stunden genießen können und Jamie seine Aufgabe ja, weiter verfolgt. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und sage Tschüss.